Okay, als nächstes erwartet uns die aufblühende Stadt, habe ich gesagt, die machen wir als letztes. Machen wir noch eine Bitte des Königs. Ich habe gehört, das soll sogar die letzte, die leichteste Mission sein. Aber okay, schauen wir mal rein. 16 Schwerter, 16 Bögen, mehr nicht. Seine Majestät wünscht in Vorbereitung auf den anstehenden Kreuzzug die königliche Waffenkammer aufzustocken. Fortan wird es eure Aufgabe sein, den Verwalter des Königs mit einer Vielzahl an Waffen zu versorgen. Die Waffenlieferung muss bereitstehen, bevor der König mit seiner Armee ausrückt. Einer der örtlichen Händler verkauft Eisen. Ihr werdet es brauchen, um einige der Waffen zu schmieden. Moment mal. Die königliche Das kommt Waffenkammer mir so ist in bekannt Nähe. vor. Geht euch zu. Aber okay, das ist eigentlich jetzt zumindest die Beschreibung ist sehr ähnlich und die Ziele sind auch ziemlich ähnlich. Und irgendwie sieht das Gebiet auch sehr gleich aus. Ziemlich lustig. Aber okay. Platziert einen Bergfried, um Ja, eine gut, Burg ganz gleich anzulegen, nicht. Wir euer können ja auch Gnaden. hier. Wo platziere ich mich? Hier oben oder hier unten? Ich würde sagen, hier oben. Besser, klüger, schöner, toller. Platziert euren Kornspeicher, Und Sire. den Kornspeicher mache ich mal da unten hin. Die Waffenkammer kommt dahin. Machen wir meinen Kornspeicher weiter weg. Denn. Ich habe das so von meiner Vermutung. Ja, dachte ich es mir. Keine Getreidefarm. Irgendwie habe ich es mir schon fast denken können. Und da habe ich es dann lieber richtig schön nah dran. Das Ganze. Marktplatz? Ja, sehr schön, den brauchen wir. Mö, kein Holz. Nie. Wir benötigen Holz. Beeilt euch, Holzfäller. Ich zähle auf euch. Hasen. Gibt's hier irgendwo. Nee, gibt's anscheinend keinen Wegweiser. Das heißt, böse Dinge kommen nicht. Es kommt auch kein Feuer. Ja, ganz. Ja, wir können sowieso gar keine Truppen ausbilden. Von daher müssen wir nur gucken, dass wir Waffen haben. 16 Schwert, das heißt, wir müssen viermal Eisen kaufen. Müsste möglich sein. Müsste es durchaus. Okay, hier können wir eigentlich echt mal auf 60 gehen. Diese Mission scheint relativ fix zu gehen. Buhu. Was können wir überhaupt handeln? Wir können ja fast gar nichts handeln. Nur Früchte und Eisen. Okay. Unsere Lebensmittelvorräte schwinden Läuft aber dahin, ganz gut euer klappen. Gnaden. Jetzt kommt endlich Wir Holz rein. benötigen Holz. Tun wir mal das hier. Und bitte ein bisschen mehr Holz. Oder? Oder haut das so hin? Hier ein Holzfäller, da ein Holzfäller, wenn ich nachhaltig fällen will. Das haut eigentlich so hin. Lassen wir es mal so. Dann nutze ich das Holz, was wir jetzt haben, lieber dafür, hier zu erweitern. Obwohl, wir können ja hier noch einen Holzfäller machen. Ihr könnt das nicht dort platzieren, my Lord. Hier könnte ich eigentlich Wir erstmal die Käserei benötigen hinten. Holz. Ich hätte vorher wahrscheinlich. Nee, wahrscheinlich auch nicht. Die Bäume hier müssen weg. Ist aber eigentlich auch ganz schön, die Karte. So mit dem Fluss in der Mitte. So, was bräuchten wir nochmal? Da auch kein Feuer kommt, können wir jetzt richtig schön ganz normal bauen. Uneingeschränkt. Machen wir schon mal zwei Bogner und machen zwei Schmiede. Schmiede erst, wenn wir das Eisen haben. Machen wir schon mal einfach erst das Eisen. Zack. Wir müssen jetzt mal ein bisschen fix anfangen. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Okay. Können wir eh nichts anderes bauen? Oder können wir einfach mal Streitkolben schmieden? Eine Moment mal. Botschaft von eurem Informanten. Die Waffenlieferung ist in 4 Jahren fällig, my Lord. Ja, das gibt's übrigens. Das habe ich nämlich auch gefunden in den Sounddateien von Stronghold. In 4 Jahren fällig, in 3 Jahren, in 2 Jahren, in einem Jahr fällig, my Lord. Da habe ich schon gedacht, dass es zu irgendeiner Einzelmission fallen muss.
Ich habe zuerst an diese eine Mission gedacht, aus der... Unsere Lebensmittelvorräte wachsen. Keine Veränderung in der Schatzkammer, my lord. Was ist klüger, Früchte zu verkaufen? Ich doch mal so. Ein bisschen hoch, das Volk huldigt euch, Sire. Ich hab da zuerst an die eine Kampagnenmission gedacht mit der Waffenlieferung, aber dachte ich mir, da habe ich das nie gehört. Es muss eine Einzelmission sein. Dachte ich's mir da. Gut, 4 Jahre, das dürfte eigentlich gut hinhauen. Selbst auf sehr schwer brauchen wir nur 16. Das ist übel. Ich glaube, auf leicht braucht man nur 4 Stück oder so. Das heißt, einmal Eisen kaufen und das war's. Hm? Auch interesting. Ja, komm, machen wir nochmal hier. Ein paar Holzfäller hin. Hier scheint es ja eigentlich ganz gut zu funktionieren. Da kriegen wir sogar noch einen hin. Ja, also ich glaube, über Nahrung brauchen wir uns nicht zu beschweren. Vorhanden, um das Gebäude zu verwalten. Da holen wir uns noch ein paar Arbeiter dazu. Die zahlen dann nämlich auch mehr Steuern. Wachsen stetig, Sire. Ich glaube, ich werde jetzt trotzdem ein paar Früchte verkaufen. Einfach so. Noch ein paar. Nächsten Steuern, dann mache ich mir die nächste Schmiede. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeitsseier. War das nicht eigentlich erst ab Crusader so, dass die Schmieden automatisch auf Schwerter eingestellt sind? War es bei Crusader, war es bei Stronghold 1 nicht so, dass zuerst Streitkolben gemacht wurden und man auf Schwerter umstellen musste? Guten Na gut, okay, kann mich auch irren. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Ja, wird schon. Glaubt an das Herz der Karten. Kriege ich das, die Farm nicht sogar noch eins weiter vor? Müsste doch eigentlich, oder? Nee, die ist schon so weit vor wie möglich. Na, der eine Baum da oben muss weg. Dann kriege ich ja noch eine Apfelfarm hin. Und zwar direkt neben dem Kornspeicher. Das ist eine wichtige Location. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Waffenlieferung ist in 3 Jahren fällig, my lord. Hier oben hätte man natürlich auch einen Kornspeicher machen können und dann einfach hier Käse farmen. Aber ich finde Apfelfarmen dann doch effektiver einfach. 3 Jahre. Ja, die Zeit geht ja auch ziemlich fix weg. Das Volk huldigt euch, Sire. Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. Läuft aber noch. Unsere Goldvorräte wachsen stetig, Sire. Wir können ja nur Äpfel. Ja gut, hier jetzt irgendwo... Ja, da runter. Das ist, lohnt sich einfach nicht. Der Weg zum Kornspeicher ist einfach viel zu lang. Nicht wahr, Bär? Hasen und Bären. Unglaublich. In friedvoller Koexistenz. Holz haben wir mittlerweile ganz gut. War doch gar keine so schlechte Idee, dass ich jetzt nicht noch mehr Holzfäller gemacht habe. Das geht gut voran. Mache ich doch mal ein bisschen was, um das alles zu beschleunigen. Ich glaube, einmal muss ich noch kaufen. Ich glaube, das wird schon so ganz gut hinhauen, wenn ich mir angucke, wie die Waffen reinkommen. Geht eigentlich. Ich kann mir vorstellen, dass es so schon fast reicht, aber ich mache mal lieber eine Stätte von jeder mehr. Wollte ich schon fast wieder Eisen verkaufen, ey. Verdammte Reflexe. Macht mal den Baum da oben weg. Unsere Apfelgärten sind kahl, my lord. Das Volk vermutet, dass Hexerei dahinter steckt. Na gut. Bisschen müssen wir dann eben einfach mal einbüßen. Ich kann jetzt schon mal den Fallmacher errichten. Der Schmied kommt dann später dazu. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Ja, es wird jetzt eine Weile erstmal Stillstand geben, aber gut, es dauert ein bisschen. Sinkt. Ich sehe jetzt auch noch gar nicht ein, hier die Steuern überhaupt runterzusetzen. Das Volk liebt euch, weil bald kommen wir wieder die Äpfel rein. Und solange wir nicht unter 50 gehen, ist alles gut. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Waffenlieferung ist in 2 Jahren fällig, my lord. Ja, das wird langsam ein bisschen knapp. Januar 1076.
Unsere Lebensmittelvorräte wachsen, Sire. So blöd's ist. So blöd, sehr ich es riskiere, wieder einen Hungersnot hier zu haben, aber ich brauche jetzt das Gold für die nächste Schmiede und für das weitere Eisen. Wir haben beinahe wird doch ein bisschen knapp. Mehr, Sire. Es ist sehr simpel gestrickt, die Mission, aber es heißt nicht, dass sie nicht knifflig ist. Wenn man es hier am Anfang ein bisschen verbockt, kriegt man es auch nicht hin. Böse Sache, das. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. In diesem Gebäude gibt es keine Arbeit, Sire. Jetzt brauche ich dann bloß noch einmal weiter Eisen. Die Produktionsstätten müssten reichen. Super. Ich könnte jetzt verkaufen und wieder neu kaufen. Ich brauche nur eins mehr. Mehr. Eigentlich schon. Ja, ich warte mal, bis die zwei weg sind. Verkaufe ich dann die zwei, die weg sind, nochmal. Weil ich brauche ja eigentlich nur ein Eisen, aber ich kaufe ja gleich mal fünf. Habe schon überlegt, ob ich vier Stück verkaufe und dann wieder fünf kaufe. Dann hätte ich es nämlich. Aber ganz ehrlich, dann würde ich hier ein bisschen die Produktion eindämmen, weil dann würden die Eisendinger nicht nehmen, die sie jetzt nehmen würden, weil ich habe das Gold jetzt noch nicht. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Das Gold sollte sich mal ein bisschen beeilen. Unsere Goldvorräte wachsen. Viel zu wenig rein. Ich sollte mit einer anderen Strategie fahren. Ich glaube, das ist einfach effektiver, die Äpfel zu verkaufen, als auf Steuern zu setzen. Wir haben beinahe keine Nahrung mehr, Sire. Nächsten Äpfel. Ja, jetzt ist das Eisen bald weg. Kommt, bringt die Äpfel rein. Eine Fünferriege will ich noch verkaufen. So. Reicht. Jetzt müsste es eigentlich klappen. Die Bögen haben wir so gut wie. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Die Schmiede machen noch ihre Arbeit und dann haben wir es. Na komm, lassen wir es auf 60. Die Mission geht so kurz. Eine Botschaft von eurem Informanten. Die Waffenlieferung ist in einem Jahr fällig, my lord. Ist ja gut. Ich hasse diese Bewegung, die ihr macht, dass es meistens dieses im Burg gibt. In der Burg gibt es keinen Brunnen, eure Lordschaft. Ich frage mich sowieso, warum das nicht vertont wurde. Wahrscheinlich hat er einfach Schiss, das auszusprechen. Wer weiß, dass ich ihm irgendwas entgegenschmeiß. So beeilet euch. Sonst der hier. Du wirst mein letztes Schwert bringen. Sie verhält sich ein bisschen komisch, mein Lord. Hm. Viele andere Kühe ebenso. Gebe wohl ein Kuhsterben. Aber gut, wenn man sich das anguckt, ich glaube, hätte ich einen Kornspeicher, hätte ich jetzt zum Beispiel meinen Bergfried hier gebaut mit der Produktion, dann hätte ich hier so viel Platz gehabt für Käsereien. Hätte auch was gehabt. Aber trotzdem finde ich die Äpfel sinnvoller. Gehst mal weg. Gehst mal her. Das ist halt die Frage, ob es effektiver ist. Jetzt im Nachhinein muss ich sagen, schwer zu sagen, was effektiver ist. Steuern oder Nahrung verkaufen? So, du wirst mein letztes Schwert bringen. Wisst ihr was? Ich gehe jetzt sogar mal wieder auf 40 zurück, weil das braucht man in der nächsten Mission wieder. Die Nahrungsvorräte sind sehr knapp, Sire. Guckt mal, ein Wasserfall. Guck mal, hey, guck mal, die Hasen springen. Boing. Boing. Das wusste ich gar nicht. Das ist ja cool. Das habe ich vorher noch nie so gesehen. Boing. 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 Ist das Absicht? Ist das eine Art Easter Egg? Wahrscheinlich, oder? Das ist cool. Trampolin. Oh ja. Sieg. Sehr schön. Das war hier Auftrag des Königs, oder wie hieß das nochmal? Eine Bitte des Königs. Alles klar.